So, letzte Folge für heute. So, Anderson ist doch Admiral. Warum ist der Admiral? Ist der wie nachgerückt? Habe ich doch was nicht mitgeschnitten? Den habe ich doch. Ich glaube mir, ich hab irgendwie eine Geschichtslücke hier in der ganzen Geschichte. Ich müsste vielleicht mal ein bisschen was nachlesen. Anderson ist der Admiral. Ja, schön, dass Anderson Admiral ist, aber Captain. Egal, ich frage, das ist ganz komisch. Warum sitzt hier Odina auf dem Trump? Ist sie nicht irgendwie entfernt? Einfluss beim Rat? Was ist mit den Ratsmitgliedern? Irgendein sinnvoller Ansatz? Tevos ist diplomatisch und kompromissbereit. Aber sie verteidigt den Asari-Sektor wie ein Muttertier. Valern ist überfordert. Die Salarianer siegen gern, bevor der Krieg beginnt. Und jetzt haben sie Angst. Nutzen sie das aus. Aha. Und Sparatus, nehmen sie, was er anbietet. Schon seltsam, wenn gerade die Turianer den Menschen am wenigsten feindlich begegnen. Das ist wirklich seltsam, finde ich. Politische Lage, ne, die ist wahrscheinlich wie immer schlecht. Sie sind ein Citadel-Ratsherr. Haben Sie keine Option, wenn Sie derart blockiert werden? Nach der Zerstörung des Parlaments und ohne Shastri habe ich mehr Macht als je ein Mensch zuvor. Aber Sie sehen ja, wie wenig das bringt. Nichts. Ich werde nicht lange ausgezählt bleiben. Ich weiß, ich kann Berge versetzen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir jetzt Planeten versetzen sollen. Nee, wir müssen Hyper versetzen und am besten in Einzelteile. Anderson wäre stolz, sofern Sie liefern können. Wie sieht es damit aus? Für einen Esel braucht man eine Karotte oder einen Stock. Und wir haben beides nicht. Unsere Armada flieht oder kämpft. Und ohne die Kombaken der Erde ist unsere Wirtschaft ein einziger Schuldschein. Aber überlassen Sie das mir. Ich hole aus unseren Kolonien raus, was geht, damit ich Hacketts Flotte reparieren und neu ausrüsten lassen kann. Klasse, persönliche Situation. Kannten Sie viele Menschen auf der Erde? Ja, an ihren sinnlosen Tod zu denken ist natürlich schrecklich. Aber mich hat am meisten Arcturus bewegt. Arcturus Mengst? Ich war mit den meisten Mitgliedern des Allianzparlaments per Du. Ich brauchte eine zweite VI nur, um die Geburtstage und Jubiläen zu verfolgen. Nicht wirklich wichtig, aber dass jetzt alles weg ist? Tja. Alle tot vor allen Dingen. Na gut, tschüss. Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Ja klar, wo willst du sonst sein? Du musst ja schließlich deinen Sitz wärmen, während ich hier draußen Krieg mache. Übrigens nebenbei hier mal ein bisschen Style gucken, das können wir auch mal machen bei der guten Gelegenheit. Ist ja nicht hübsch. Hier so Dings. Der Himmel da ist übrigens oben Simulation, wissen wir ja alle. Ja, Turianer haben mit den Menschen zusammen die Normandy gebaut, das ist richtig. Die haben nämlich das. Habe ich jetzt überhaupt Geld gekriegt? Nee, habe ich nicht, dann bringt mir das ja gar nicht. Da kann ich jetzt hier mehr machen als vorher. Die Menschen haben ja in der Kooperation mit den Turianern haben sie ja das Schadenschiff gebaut, das ist ja richtig. Deswegen funktionieren die turianischen Waffen von Dingsterbumster hier auch von Olle. Garrus haben auch deswegen so gut funktioniert bei der Normandy, weil es ja sowieso ein turianisch Mensch-Zusammenbau war. Geh noch zu Tain ins Krankenhaus. Tain? Ach, Tain! Ja, stimmt, den kann ich jetzt wahrscheinlich nie mehr... Ja, den hätte ich mal vorschicken sollen für die scheiß Sturmtruppe. Der wäre ja so verreckt. Weil wenn jetzt schon wieder ein Jahr vergangen ist, hätte ich das Ding ja gesprengt habe. Tain war im Krankenhaus? Den habe ich gar nicht gesehen. Na gut, dann gehen wir mal zu Tain. Den dürfte ja mittlerweile richtig dreckig gehen. Der hat ja was mit seiner Lunge da. Tain im Krankenhaus? Ja, gut, dass er mich darauf hinweist. Verdammt, wie soll ich das hier ohne Stream spielen? Aber ich werde wahrscheinlich nicht immer Zeit haben, das zu streamen, wenn ich spiele. Ich meine, heute habe ich einfach mal 4 Stunden lang gestreamt. Dann gut, dann wahrscheinlich habe ich... Da 4 Stunden Stream bringen immer richtig voll. Also bis der nächste Mass Effect Stream kommt, dauert das jetzt richtig lange. Sag ich euch gleich. Weil, naja, das die Folgen halten hat ewig nicht. Will nicht Ewigkeiten voraus aufnehmen. Tain? Was ist denn hier? Tain im Krankenhaus? Du hast eine Map mit V oder Dings. Ashley... Sehe ich hier nicht. Patientenlog, Dr. Chuck was? Zurück. Dr. Chuck was? Die haben wir doch gerettet. Im Gegensatz zu Lieutenant Chambers. Die sich ja irgendwie in Zeug aufgelöst hat, was irgendwie so sehr komisch aussah. Chuck was? Chuck was? Ne? 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 Warte, V. Die Schwester hat mir erzählt, dass sie das Baden verweigern und nur mit einer anderen Asari sprechen wollen. Sehr interessant. Richtig. Kann ich eine Waffe haben? PTSS verlassen? Kann ich eine Waffe haben? Vielleicht in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Eins ohne Sicherheitszone. Dort wäre eine Waffe doch kein Problem, oder? Verdammt, da musst du zuerst dein Terminal in der Normandy lesen. Ah! Es sollte dort keine Menschen geben.
Die scheint ja ein bisschen durch den Wind zu sein, aber trotzdem müsste hier irgendwo Chakwas rumstehen. Vielleicht Dr. Mitchell und Dr. Chakwas. Hallo! Shepard, da sind Sie ja. Wie, da sind Sie ja? Dr. Chakwas. Sie hier? Chakwas! Ich arbeite in einem Labor der Allianzforschung im Shelter-Bezirk, direkt unter Admiral Hackett. Ich hörte, Sie seien von der Erde entkommen und hätten einen Schwerverletzten. Ich kam so schnell ich konnte. Es ging gegen ein synthetisches Wesen von Cerberus. Ashley hat's schwer erwischt. Wie geht es ihr? Sehr gut, angesichts der Umstände. Lieutenant Commander Williams Belastbarkeit und Dr. Michels Fähigkeiten sind beeindruckend. Ich wünschte, ich hätte auf dem Mars helfen können. Ja, wie ist es dir ergangen? Es ist 6 Monate her. Wie ist es Ihnen ergangen? Gut, ich hatte Glück. Nach der Beschlagnahme der Normandy wusste die Allianz nichts mehr mit mir anzufangen. Ich gehörte nie offiziell zu Cerberus und war von meinem vorherigen Posten ordnungsgemäß freigestellt worden. Tja. Sie haben also nichts falsch gemacht, als Sie mir gegen die Kollektoren geholfen haben. Richtig. Aber hätte man Sie als Kriegsverbrecherin verurteilt, wäre ich als Komplizin angeklagt worden. Ja, hier, auf zur Normandy, ich brauche dich. Ihr ich brauche Arzt. Ist auf der Normandy, nicht in einem Labor. Ganz Ihrer Meinung. Ein Wort von Ihnen und ich bin dabei. Willkommen an Bord! Die Normandy wäre ohne Sie nicht dieselbe, Doktor. Holen Sie Ihre Sachen. Andockbucht D24. Jawohl, Commander. Und danke. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht nicht so gut war. Joker ist auch noch an Bord. Und er nimmt bestimmt seine Medikamente immer noch nicht richtig. Nö. Ob man die nicht vielleicht im anderen Forschungslabor gebaut hätte, aber egal, ich bin ja so ein Ruf plus 5. Ich bin ja so ein großer Traditionstyp, das will ich immer meine alte Crew wieder zusammenkriegen. Ich kann einfach nicht anders. Ich will immer meine komplette Crew haben, die ich im ersten Teil hatte. Was ein bisschen schwierig wird, weil die Hälfte von den Leuten mittlerweile irgendwie Banners ist. Weil ich meine, Vrex hängt auf seinen Kumpel, hängt auf Tujanka rum. Ich denke mal, da werden die Hyper wirklich als allerletztes vorbeikommen auf Tujanka. Weil. Ja, im Stockwerk D1, komischerweise. Obwohl, eigentlich macht das Sinn, D1. Ja, eigentlich nicht. Diese komischen Viecher, wo ich schon wieder vergessen habe, wie sie heißen. Ich weiß nur, dass die irgendwelche geheimen Kanäle machen und irgendwie für die... Zurück zur Normandy? Ja, jetzt mich zurück zur Normandy. Das dünne Stream klappt auch gut zum Folgen bekommen. Ja, aber ich habe aber nicht immer so richtig Zeit zum... Was ist denn jetzt los? Träume ich oder was? Ach, ich wollte doch nur E-Mails lesen. Ja, ich träume scheinbar. Ach, ich muss jetzt hier umherrennen. Was ist das? Ach, guck mal, der kleine Junge. Zeitlupe. das Unterholz. Ach, so eine Psycho. Ach nee, doch, der. Hier ist. Wer sitzt da hinten? Ich dachte, das wären hier wieder so eine Psycho-Sachen, wo irgendwelche Leute hinter Bäumen rennen, dann kommen sie auf der anderen Seite. Oh, komm, dann steht in der Parkbank. Was für ein Park sind wir denn hier? Das sieht hier sehr düster aus. Ich wette, der hat gleich, glaube ich, so eine blauen Husk-Augen. Und wieso? Ich meine, wir wollen doch hier einen Albtraum haben. So Kinderlachen. Also, ich finde eigentlich nichts schlimmer als so ein Kinderlachen im Hintergrund. Nicht? Er hat doch keine blauen Augen. Keeper hießen sie. Ach ja, richtig. Da war ja was. Ich habe übrigens immer noch Waffen. Und Zeitlupe kann ich nicht. Nee, ich kann das nicht anhalten. Hup. Ha, ich habe es genau gesehen, Spiel. Wie du versuchst, das zu schummeln. Mit den Jungen, wie er auf einmal verschwindet. Der hat sich nicht mal in Nebel aufgelöst. Der war einfach weg. Laufen. Ich kann doch nicht schneller laufen. Möchte ich mal so festhalten fürs Protokoll. Sehen wir hier hinten eigentlich irgendwelche lustigen Hyper? Nö. Retten. Und wieder ist. Oh, das ist Feuer. Also ich jetzt viel Schocken davon, wenn er so eine. Wenn er wie so ein Husk ausgesehen hätte im Gesicht. Wenn er sich umgedreht hätte. So, ich wollte meine E-Mails lesen und hier nicht schlafen, verdammt! Sieht nach einer epischen Spielendsequenz aus, aber nicht bei Minute 9. Ja, oh, jetzt muss ich mit Leuten reden. Oh, ich wollte E-Mails lesen. Hallo, Lyra. Kann ich helfen? Ich habe den Turianischen Ratsherrn über das Proteanergerät informiert. Es kann ohne Unterstützung des Rats nicht gebaut werden. Aber erst muss Ihr Primarch sicher sein. Warum kann es nicht gebaut werden? Sind Sie in Ordnung? Ja, das geht mir super. Ich habe nicht unbedingt gut geschlafen. Dahinter steckt doch noch mehr, oder? Was beschäftigt Sie wirklich? Wisst ihr, was komisch ist?
ich als Känguru habe nie Albträume. Alle Menschen erzählen mir, dass sie Albträume haben. Ich habe noch nie in meinem Leben Alb geträumt. Noch nie. Selbst wenn ich irgendwie Träume habe, die irgendwie grausam sind, finde ich die irgendwie eher unterhalten. Oder irgendwie, irgendwie interessant. Also egal, was passiert, wie schlimm auch immer es ist, das ist irgendwie immer wie ein Spielfilm, immer spannend. Ich habe keine Albträume. Es soll irgendwie Leute gehen, die träumen wieder. Oh Gott, ganz schlimmer Traum, hat mich total zerstört. Ich wach dann auf und denke mir so, oh geil, war das eine spannende Story. Alter. Das, egal was passiert, das, ich weiß nicht, warum Menschen Albträumen. Tangiert mich jetzt per Känguru irgendwie nicht. Keine Ahnung, das. Ich bin unmenschlich. Mein Volk auf der Erde, genau. Was beschäftigt sie? Mein Volk auf der Erde, genau. Als die Reaper angriffen, hörte ich die Menschen in den Straßen schreien. Da war ein Kind. Ich konnte es nicht retten. Sie können nun mal unmöglich alle retten. Aber sie tun alles, was sie können und werden rechtzeitig dort sein, um zu helfen. Hoffentlich stimmt das. Geben Sie sich nicht die Schuld. Commander Shepard, ich bin Spezialistin. Oh, Verzeihung. Ich dachte, Sie wären allein. Wer ist das, Spezialistin Tryron? Ich wollte gerade gehen. Commander, hallo, ich bin Samantha Trainer, also eigentlich Lieutenant, von der Allianzforschung. Ich war an der Nachrüstung der Normandy nach der Übergabe an die Allianz beteiligt. Was haben wir denn jetzt Schönes Neues drinne? Nachrüsten klingt doch immer gut. Es waren nur wenige an Bord, als die Reaper angriffen. Ja, ist ja schön. Und weiter? Langsam, Spezialistin Trainer. Alles in Ordnung. Danke. Ich komme aus dem Labor und habe nie mit einem Schiffsposten gerechnet. Schade. Sagen Sie mir etwas über die Nachrüstungen. Das Schiff erfüllt jetzt die aktuellen Allianzvorschriften und hat die allerneuesten Quantenverknüpfungskommunikatoren. Wie viele? Die Normandy sollte nämlich Admiral Anderson als mobile Befehlszentrale dienen. Tja, mein Schiff kriegt er nicht. Das ist keine Option mehr. Mein Schiff. Ja, er ist geblieben, um zu kämpfen. Es ist jedenfalls eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Commander. Also, solange Sie mich brauchen. Ich sollte nämlich nur bei der Nachrüstung helfen. Shepard, einige Systeme erfordern weitere Tests und Spezialistin Trainer war bei der Installation außergewöhnlich effektiv. Ich möchte, dass sie bleibt. Ja, das hatte ich vor. Moment, seit wann stellt eine virtuelle Intelligenz Anforderungen? Ist eine künstliche. Eine KI. Volles Bewusstsein. Ach, wusste ich doch, dass Joker lügt. Ich soll zum Schutz so tun, als wäre ich nur eine VI. Verzeihen Sie die Täuschung. Danke, Edi. Und verzeihen Sie bitte meine Bemerkungen über Ihre attraktive Stimme. Attraktiv. Soll ich Ihnen mal alles zeigen? Die neuen Upgrades werden Sie bestimmt beeindrucken. Im KIZ befindet sich die Galaxiekarte, wo Sie die Zielposition der Normandy einstellen können. Nicht neu, hatten wir schon. Sie können auch Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal abrufen. Habe ich noch nie so gesehen. Oh, was ist das denn Schönes? Die Einsatzzentrale dient dem strategischen Überblick über missionsspezifische Informationen und der Analyse des Krieges. Wenn es einen Krieg gibt. Was ist das? Ach, Waffenkammer, kenne ich. In der Shuttlebucht ist eine Waffenkammer, wo Sie zwischen den Missionen Ihre Ausrüstung modifizieren können. Mhm. Und Liara hat in dem alten Offiziersbüro auf Deck 3 jede Menge Hardware aufgestellt. Den Raum beansprucht sie für sich. So, das war's. Es ist immer noch dasselbe Schiff. Ich finde die weibliche Stimme von Edie sexy. Mit Allianzlackierung. Ach ja, ich glaube, Admiral Hackett möchte über Videoleitung mit Ihnen sprechen. Ich aber nicht mit ihm. Die Stimme, weibliche Stimme von Edie sexy, ne? Dann machen wir uns das. Nee, das ist schon wieder an die. Oh. Commander, Udina hat mich über ihr Treffen mit dem Rat informiert. Klingt so, als hätten die alle ordentlich Schiss. Jo, die haben irgendwie Bedenken, so wie es ausschaut. Wir haben ihnen viele Unbekannte präsentiert. Sie fühlen sich bedroht und wollen Lösungen, keine Theorien. Wir haben im Moment aber nur Theorien. Was ist Ihr Plan? Ich will den turianischen Primarchen zu einem Gipfeltreffen mit Asari und Salarianern bewegen. Ich umgehe den Rat und wende mich direkt an die Führungsebene. Habe ich das vor? Ist interessant. Das ist gut, gefällt mir. Dort legen wir das Fundament für unseren Gegenangriff. Leider haben wir im Moment nicht viel, um das mit Ganze Trainer zu untermauern. Mit Trainer kann man duschen gehen. Ui. Dann schließen Sie Bündnisse. Versammeln Sie alles und jeden für die Sache. Und das Proteanergerät? Bringen Sie mir Leute, die es bauen. Falls das nicht geht, besorgen Sie Schiffe, Soldaten, Nachschub, was Sie kriegen können. Wir müssen die Reaper auf jedem Kriegsschauplatz beschäftigen, um Zeit für den Bau des Geräts zu haben. Und jo. Wenn es fertig ist? Falls wir das schaffen, ziehen wir alle Ressourcen zusammen.
Wie eine riesige Armada, die das Gerät bringt, wenn die Reaper am verwundbarsten sind. Je stärker diese Armada ist, desto besser sind ihre Chancen, durchzukommen. Und die Erde? Verloren? Und die Erde, Sir? Wir können nur hoffen, dass Anderson und der Rest der Allianztruppen durchhalten, bis wir den Feind besiegt haben. Wir halten die überhaupt ich durch. Ich verstehe. Gut, dann setzen Sie es um, Commander. Ich erwarte regelmäßige Berichte über Ihren Fortschritt. Einmal kann man duschen gehen, das muss man dann arbeiten. Ich habe jetzt noch keine einzige Beziehung. Also ich hatte definitiv in Mass Effect 1 immer eine Beziehung mit jenen, also mit beiden Charakteren, die ich in Mass Effect 1 gespielt habe. Also das hat er auf jeden Fall aus dem Spielstand nicht richtig übernommen. So ist denn jetzt eigentlich Trainer. Die steht hier irgendwo rum, kann ich mit der reden? Das sind zwei Typen. Das Kampf-Lade-Zentrum. Gucken wir uns einfach mal an, wie die Lage ist. Wahrscheinlich gerade katastrophal. Kriegsaktivposten. Leute, Waffen und Armeen und Flotten, die sie versammelt haben, sind in Kriegsaktivposten. Die haben mal fest, wie effektiv sind. Neue Allianz. Allianz Technikkorps, bla 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 bla. Allianz Fregatte Normandie S. Ach, die Normandie zählt selber. 125 Punkte bringt die. Nur das Allianz Technikkorps ist stärker. Oh, ist das lächerlich. Mineralerzvorkommen, das ist ja schön. Kalisch. Ach, guck mal, 10 Punkte bringt die. Mensch. Hat die Pulver, sie kriegt alle galaktischen Spezies. Hat die extra nette Zuschauer und bewegt ihn zu einer erhöhten Spendenaufkampf. Jawohl! Hervorragend. Gesamte militärische Firma, Bereitschaftswertung 50%. Okay, Minimum. Na gut, da müssen wir noch ein bisschen was tun, würde ich sagen. Konfliktgebiete? Klasse, Erdallianzgebiete, Attika-Traverse ist alles tot. Ich denke mal, ich müsste den Multiplayer machen, um hier das höher zu kriegen, wa? Na gut, das lassen wir erstmal. Aber wie ich das mit dem Multiplayer mache, habe ich keinen Plan. Das sieht ja alles so sehr komisch aus, sehr neu. Ich sehe schon jetzt schon, ich schaffe es nicht mehr zum Krankenhaus. Ich kann froh sein, wenn ich es schaffe, meine E-Mail zu lesen und dann war's das. Burn, du hast eine Karte, habe ich schon gesehen. Und den M2 Bodenturm mit Garrus. Ja, aber das Bodenturm, das ist ja nie stattgefunden. Der sagt ja irgendwie, wir warten nur auf dem Quartier und dann ist nie was daraus geworden. Was haben wir hier? Was? Ein Allianz-Shuttle? Was macht das denn? Das ist ja irgendwie nie so richtig was. Was ist das hier für ein? Das sieht ja doch schon stark anders aus. Vor allem sieht das ja alles so ein bisschen nach Umbau aus. Ich kann nicht glauben, dass der Rat nicht hilft. Ach was, Sarah. Wenn es Tesla weibliche Soldaten hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen würden. Wie, warum muss ich denn hier so... Ach Gott. Hallo, ich bin hier Captain. Wenn nicht mal ich hier durchlaufen könnte. Ach, hey. Was haben wir hier Schönes? Die Allianz hat ein neues Cerberus. Ach, die steht genau da, wo Seamus steht. Können wir auch genau da weitermachen? Ich möchte, dass sie es näher untersuchen. Ja, demnächst. Erstmal mehr jetzt lesen. Gehen wir Taktikmeisterschaften? Was? Taktik? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann beschäftige ich mich beim nächsten Mal. Ist das nur ein Tutorial? Grundlage? Ach nee, das ist nur ein Tutorial. Okay, alles klar, gut, dann möchte ich das nicht mehr. Nein, E-Mails lesen würde ich. Sie heißen sogar E-Mails. Letztes Mal war es noch das Nachrichtenportal. Jetzt sind es wirklich E-Mails. Wo ich vorhin noch gesagt habe, dass ich E-Mails lesen will, dachte ich eigentlich, dass die Dinger immer noch Nachrichten heißen. Zur Spezialeinheit? Von Stephen Hackett. Shepard, die Allianz-Streitkräfte sind über die ganze Galaxie verteilt. Wir brauchen ihre besonderen Talente bei einer Reihe von Operationen. Diese Mission werden der Allianz Türen an Orten öffnen, wo wir mit konventionellen Methoden nicht weiterkommen würden. Wir werden Agenten schicken, um die Stellung zu halten, sobald sie ihr Einsatz hier erreicht haben. Begeben sich zu Cerberus Labor auf dem Planeten Sanctum. Genaue Anweisungen in kürzeren Kontrolle. Wiedereinstieg. Dieser Bericht bestätigt offizielle Wiedereinstieg bei der Allianz Navy in Folge von Admiral David Anderson, kürzlich erfolgten mündlichen Zusage. Gemäß Paragraf bla sind sie hiermit autorisiert, das Kommando über die Normandie bla zu übernehmen, ihre Aufgabe laut Operation bla bla, Kolonien verbündet bedroht. Außerdem halten sie diplomatische Befugnisse, Verträge mit nichtmenschlichen Spezies einzugehen. Sofern diese Mission, na gut, ich muss also die Rachni finden. Einmeldung Notfall, das gesamte bla, das Alarm für alle Gebiete, Militärpersonal, uninteressant. Analarm. Zitadelle, wo ist die koreanische Flotte? Neueste Informationen erobert die Hyper in einem vierwaffen Tempo, das ist ja Mittler aller Spezies, flüchten vor den Stationen. Dieser zwungene Exodus vor allem für die nomadischen Quarianer nicht neues. Die bla, synthetischen Gäste von ihrer Heimatwelt. Wo ist die? Ja, lesen Sie. Ja, ich weiß doch, wo die Quarianer sind. Von Glyph. Sehr geehrter Commander Shepard. Einige von Ihnen gefundenen Daten haben es mir möglich, ein Upgrade für Sie zu erforschen. Greifen Sie einfach auf das Terminal. Wer ist denn Glyph? Dann können Sie selbst wann, wie Sie es implementieren wollen. Wer ist denn Glyph? Gut, übrigens keine Mail von Tane. Das ist ja interessant. Ich habe eine Karte. So, jetzt reden wir noch mit Spezialisten. Commander, Trainer! Sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Hallo! Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Die leuchtet gute von Ich hatte Jahre? Nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Oh, jetzt habe ich erst die Affenklappe verlassen. Nee, die Affenklappe hat noch mal kurz bei mir vorbeigeschaut. Das ist ja nett von der. Na gut. Ich hätte Ihnen helfen können. Kann ich? Wenn Sie was brauchen, fragen Sie einfach. Sie sind nicht allein. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Wir haben Anforderungsformulare. Oh, wow. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark 4.
die mit Masseneffektfeldern Plug entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls, danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Gibt's hier nicht irgendwo billiger? Sonst noch irgendwas? So, okay, ich hab's wieder. Ich mach das Untersuchen mache ich mal nächste Folge, weil wir sind jetzt bei 20 Minuten. Spezialistin. Das machen wir mal nächste Folge. Das ganze Gelaber hier auf dem Schiff, das ja, so wie jedes Mal. Übrigens sieht es jetzt hier deutlich düster aus beim letzten Mal. Und wie zu Cerberus-Zeiten war es hier irgendwie relativ hell. Seit wann ist da vorne ein Schlott für Joker? Egal, wie dem aber auch sei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.